Verdammt! Scheiße, das wird echt kalt. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht: Bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Da oben muss irgendwas sein. Thank you.
Die Maria Adula sitzt fest. Vielleicht kann ich die Ruder raufklettern. Dieses Gefäß. Irgendwie muss man es doch bewegen können. Mal sehen, was da oben ist. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Es ist getan. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs.
Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen.